Am Freitag ist es wieder soweit. Da wird der 8. Floor des Le Méridien Hotels im Herzen der Wiener Innenstadt wieder zum großen Fashion Check-in. Veranstaltet von Liliane Klein gibt es hier mehr als 20 Pop-up-Boutiquen, die sich hinter jeder Zimmertür des 8. Stockes verstecken. Und zwar aus den Bereichen Fashion, Lifestyle oder Beauty. Ja, und wenn Liliana Klein ruft, dann kommen sie. Und zwar alle. Bis zu 800 Besucher sind ihrem Aufruf gefolgt und sehen sich hier um die neuesten Modetrends. Und die kann man hier nicht nur bestaunen, sowohl in den jeweiligen Pop-up-Boutiquen, sondern auch hier auf dem Catwalk, wenn man so möchte, denn der Hotelgang, der wird kurzerhand zum Catwalk umfunktioniert. Nein, man kann dann auch gleich shoppen und das immerhin bis Mitternacht. Was den Fashion Check-in so erfolgreich macht, dass es ihn in seiner mittlerweile weit über 50. Ausgabe gibt und welche Modetrends derzeit ganz aktuell sind, das verrät uns Liliana Klein persönlich. Aber wir haben noch einen interessanten Stargast hier gefunden, den wir auf einer Fashion-Veranstaltung ganz und gar nicht erwartet hätten. Fashion Check-in im Le Méridien, wie vielte eigentlich? Also mittlerweile mache ich seit 8 Jahren. Wie vielte Edition kann ich gar nicht beantworten. Ich glaube Nummer 63 oder so. Wow, das ist schon erstens mal eine ordentliche Nummer. Wie lange braucht es immer, bis man alle Vorbereitungen getroffen hat, dass das ganze Event dann so steht, wie es heute stattfindet und so grandios und pompös schließlich über die Bühne gehen kann? Also eigentlich ein halbes Jahr, weil wir doch eher eine sehr exklusive, kleinere Messe sind. Es gibt heute auf diesem Stockwerk 20 Aussteller, 20 Hotelzimmer und mit der ganzen medialen Vorarbeit braucht es ungefähr 6 Monate. Aber ich bin mittlerweile ganz gut eingegroovt. Dein persönliches Highlight heute? Mein persönliches Highlight ist eigentlich die Synergie, dass du bei mir etwas um 10 Euro finden kannst, genauso aber auch um 1500 Euro. Also mir war das in den 8 Jahren jedes Mal sehr wichtig, dass niemand wegen Budget oder Dresscode ausgegrenzt wird. Und ich glaube, dass man das auch heute hier erkennt, dass Menschen von bis da sind und dass es einfach ein Lifestyle-Event ist, wo wirklich jeder sich wohlfühlen kann. Was macht für dich dieses Event so besonders? Dass du sagst, hier muss ich her, hier will ich meinen Pop-Up-Store aufstellen. Ich war ja schon mal vor, ich glaube, 5 Jahren mit dabei hier. Es hat super funktioniert, Vibe ist toll, wir haben Musik. Es ist eigentlich wie so eine Ausgehatmosphäre. Leute sind happy, haben ein paar Drinks, schlendern rum. Und ich finde das Konzept, ja, es ist einzigartig. Also ich würde es nicht kennen, zumindest nicht in Österreich oder Wien, dass wir dieses System haben oder dieses Konzept, dass du in einem Hotel bist und von einem Room zum anderen gehen kannst. Hinter jeder Tür verbirgt sich etwas anderes, ein anderes Brand. Somit, ich denke, diese coole, relaxed Atmosphäre, das macht's aus. Die coole und relaxed Atmosphäre, das eine, das andere, aber und dafür kommen sie alle, auch zu dir natürlich, die Mode, deine Mode. Sag uns doch einmal ein bisschen, was sind die Highlights der laufenden Saison, der nächsten Saison, wie entwickelt sich das Ganze und was gibt es vor allem bei dir derzeit? Also bei mir gibt es nur Beachwear. Wir haben Bikinis und Tuniken, verschiedenste Schnitte, verschiedenste Varianten, wie ihr das hier auch schon sehen könnt im Hintergrund. Highlights, es ändert sich ständig. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wir haben ein paar Basics, ein paar Schnitte, die man sicher auch bei anderen Brands wiederfindet, ein paar Klassiker, in denen man sich immer wohlfühlt, die jeder Frau schmeicheln. Dann haben wir ein paar extravagante Pieces. Die neue Kollektion habe ich noch nicht hier. Die wird dann im Sommer beim Steffel erhältlich sein und noch ein paar anderen Stores. Jetzt haben wir gerade die 2019-Kollektion. Da Menschen natürlich auch im Sommer, im Winter verreisen. Und da brauchen wir auch ein paar Beachwear Must-Pieces. Dass man Alf Beuer da auf einer Fashion-Veranstaltung trifft, ich muss gestehen, damit hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Die Schuldige steht hinter dir, die Liliana Klein, die mich immer wieder eingeladen hat. Jetzt habe ich mich weich klopfen lassen, war gerade Radl vorne, bin ich da vorbeigefahren. Jetzt frage ich mal ganz Fashion-Reporter-like, was trägt Alf Beuer heute? Ich trage jeden Tag das Gleiche, ob ich jetzt Schwammerl suchen gehe in den ersten Bezirk, mir ist das wurscht. Ich will zwar manchmal Gewand kaufen, kaufe aber immer Bücher, komme meistens nur bis zum Talier und dann fahre ich wieder heim, so schaut das aus bei mir. Also Gewand kaufen steht selten am Programm? Ja, wie gesagt, ich will ja, aber ich habe eigentlich nur eine Jacke, mir ist kalt im Winter, ich habe nicht einmal eine Winterjacke gescheit, aber meistens schaffe ich es nicht, so gebe ich ganz ehrlich zu. Alf Beuer, wann sieht man dich das nächste Mal wieder auf einer Bühne? Ich war gerade gestern auf der Bühne, bin aber ständig auf Tournee jetzt, von Steiermark bis München bis Tirol. Wir sind jetzt überall unterwegs, gerade im ganzen Land momentan. Wow, ein durch und durch gelungenes Event, also wo selbst Modemuffel wie ich auf den Geschmack kommen können. Wer jetzt
verpasst hat, hierher zu kommen und Lust darauf bekommen hat, der muss sich ein bisschen gedulden. Der nächste Fashion Check-In, der findet dann am 18. April in Kärnten statt und dann aber nur eine Woche später wieder und schon fast traditionell im Wiener Riesenrad.